Hi Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier bei The Wrist Guy. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Burak, ich mache Videos rund um das Thema Luxusuhren und heute möchte ich euch die zweite Uhr in der Serie zeigen. Drei Uhren, die ihr so nicht auf dem Schirm hattet. Wenn ihr das erste Video dazu nicht gesehen habt, klickt gerne oben auf dem i, da habe ich euch die Zirkula-Uhr gezeigt und heute geht's um die zweite Uhr in dem ganzen Ding. Falls ihr übrigens Lust habt auf so ein Dreier-Case, schaut gerne vorbei bei www.thewristguy.eu. Wir haben Zip-Cases, Uhrenrollen, alles, was das Uhrenliebhaberherz begehrt. Und heute möchte ich euch eine ganz besondere Uhr zeigen, nämlich das hier ist die Jaeger LeCoultre Polaris Chronograph. Legen wir los. Bevor wir mit der Jaeger Polaris Chrono beginnen, mal kurz zu den Hard Facts. Wie gesagt, die Uhr heißt Jaeger LeCoultre Polaris Chronograph. Die Uhr hat eine Referenznummer von Q902817O. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm, eine Dicke von nur 12 mm, einen Lack-to-Lack von 48,6 mm und eine Wasserdichtigkeit von 100 m. Als werkverbaute Jaeger das Manufakturwerk 751 mit 65 Stunden Gangreserve, zwei Federhäusern, ein Chronowerk mit vertikaler Kupplung und Schaltrad und die Uhr hat einen Listenpreis von ca. 15.000 Euro und beim Kanal Sponsor Chronex kriegt ihr die Uhr schon für ca. 13.000 Euro. Gut Leute, warum will ich euch diese Uhr so gern zeigen? Ihr wisst ja, dass ich so eine Art Hassliebe mit Jaeger LeCoultre habe. Ich finde die Marke absolut geil, weil Jaeger LeCoultre nennt man ja auch den Uhrmacher des Uhrmachers, weil eben Jaeger LeCoultre einer der besten Uhrmacher in der Schweiz ist. Die haben schon Werke gebaut für die bekanntesten Uhren der Welt, unter anderem für die AP in ihrer Royal Oak, für Patek in ihrer Nautilus und auch für Vacheron Constantin in ihrer 222. Jaeger LeCoultre hat so viele Manufakturwerke entwickelt. Ich glaube, in ihrer Laufzeit über 2000 eigene Werke entwickelt, sogar die Werkzeuge für ihre eigenen Werke entwickelt und sogar die Messmethoden erfunden, um die Genauigkeit dieser Werke zu messen. Darüber hinaus testet Jaeger LeCoultre jeder ihre Uhren über 1000 Stunden lang. Und zwar nicht nur die Genauigkeit, sondern auch die Amplitude, die Gangreserve, die Wasserdichtigkeit. Alles Mögliche wird über 1000 Stunden getestet, bevor eine Uhr rausgeht. Und es zeugt einfach von diesem Ingenieursgeist, der in Jaeger LeCoultre steckt. Das einzige Problem ist, ich finde, sie können Uhrendesigns nicht so richtig schön machen, außer natürlich die Reverse, das ist ein Klassiker, aber ich finde einfach die Polaris Line ziemlich cool. Die Polaris Line wurde introduced in den 60ern, das ist sozusagen deren Sportuhrenlinie, deren Toolwatch-Linie und die Polaris war ursprünglich eine Uhr mit Alarm, eine Tauchuhr mit Alarm, was auch einzigartig war damals und die haben sie natürlich neu aufgelegt und die aktuelle Variante hat eben Datum, kein Datum, Alarm und ist eben auch mit einem Chrono verfügbar. Und ich habe das Gefühl, viele Leute haben diese Uhr gar nicht auf dem Schirm und schauen halt meistens auf die Omega Speedmaster oder auf die Rolex Daytona. Und ihr habt hier ein Juwel praktisch von einem Uhrmacher, der auf einem selben Niveau baut wie Patek und wie AP zu einem Bruchteil des Preises. Auf jeden Fall hat die Uhr ein 42 mm Stahlgehäuse. Das Gehäuse ist mal ganz cool, weil es nämlich ziemlich aufwendig verarbeitet ist. Wir haben hier an den Flanken eine horizontale Bürstung, die ist relativ grob, die kann man auch sehr gut fühlen. Also das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie so glatt gelutscht, sondern es ist wirklich sehr, sehr schön gebürstet. Die Oberseite ist ebenfalls gebürstet, aber vertikal. Das Ganze trifft sich in den Hörnern und in den Hörnern haben wir eine schöne Anglierung drinnen, die halt spiegelglatt poliert ist. Das gleiche gilt auch für die Lünette. Oben ist sie satiniert und an den Seiten ist sie poliert. Die Uhr hat dadurch einen wahnsinnig einzigartigen Look eigentlich, weil sie relativ elegant ist, aber es ist halt doch irgendwie eine Sportuhr. Was halt ganz witzig ist an dem Auftritt der Uhr, den sie auch unterscheidet von der Daytona zum Beispiel oder von der Speedy, ist der Kompressor-Look der Uhr. Ein Kompressor-Look bezeichnet ein Aussehen, wo die Lünette praktisch innen liegend ist, wo das Glas über die Lünette drüber geht und die Lünette ist eigentlich fast schon ein Teil des Blattes. Und das war halt bei der Polaris früher immer so und das ist halt hier, dieses Design haben sie sozusagen mitgenommen. Die Uhr hat keine herkömmliche direkte Lünette mit einer Tachymeterskala, sondern die Lünette ist praktisch innenliegend, wenn man so will. Dadurch wirkt die Uhr ein bisschen größer als sie ist, aber sie wirkt nicht zu groß, denn 42 mm, es ist okay. Ein bisschen auf der großen Seite, aber es geht. Aber die Uhr wirkt dadurch auch relativ elegant und dadurch, dass sie nur 12 mm dick ist, wirkt sie noch flacher als sie ist. Also sie wirkt noch flacher, obwohl sie für ein Chrono eh schon relativ flach ist. Das Blatt, ich habe hier die blaue Variante, die gibt es auch in Schwarz. Ich finde die blaue Variante halt viel cooler, um ehrlich zu sein. Das Blatt hat drei verschiedene Verarbeitungsstufen, wie wir das auch schon bei der Polaris Date gesehen haben, die ich übrigens auch schon mal reviewed habe. Seht ihr oben, wenn ihr aufs i klickt. Wir haben in der Mitte, das ist so eine Art Sektor-Dial. Wir haben in der Mitte einen Sonnenschliff. Wir haben dann bei den Stundenzeigern eine Art groben, ja fast schon so eine Gusseisenstruktur. Und außen haben wir dann eine Art Satinierung. Ja, so eine Mischung aus matt und satiniert. Das erkennt man nicht auf den ersten Blick. Nur wenn man ein bisschen genauer schaut. Und das ist halt das, was halt Jaeger LeCoultre ausmacht, weil sie eben keine flashy Marke ist. Jeder kennt eine Daytona, aber keiner kennt praktisch eine Jaeger LeCoultre, außer es ist ein Reverso.
Die Zeiger sind die klassischen Polaris-Zeiger. Wir haben hier 12 und 6 als arabische Ziffern. Der Rest sind Indizes. Und in der Mitte haben wir zwei Totalisatoren. Und das ist etwas, was mir verdammt gut gefällt an dieser Uhr. Es ist nämlich ein Bicompax-Design. Das heißt, wir haben hier nur zwei Totalisatoren. Einmal Minute und einmal Stunde. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, wo ist die Sekunde? Wo sehe ich, ob die Uhr läuft oder nicht? Das seht ihr gar nicht. Ihr könnt nicht sehen, ob die Uhr läuft oder nicht. Und ich finde, das ist verdammt charmant, um ehrlich zu sein, weil das sieht man sonst nirgendwo. Normalerweise haben Chronographen immer drei Totalisatoren mit einer kleinen Sekunde. Hier gibt es das nicht. Wir haben keine kleine Sekunde. Es gibt nur die große Chronosekunde, Chronominute, Chronostunde und sonst ist es nur Stunde und Minute. Ihr habt keine kleine Sekunde. Und das verleiht der Uhr so eine gewisse Ruhe und so eine gewisse Eleganz. Das kennt man sonst nur von Patek-Chronos, weil Patek macht das nämlich auch. Bei Patek habt ihr zwar kein Bicompax-Design, sondern eigentlich Monocompax-Design, denn bei Patek habt ihr beide Totalisatoren praktisch in eins kombiniert bei 6 Uhr und auch keine kleine Sekunde. Und wie gesagt, das ist noch so ein kleines Haute-Horlogie-Ding, was ihr halt hier bei der Uhr bekommt, was ihr halt sonst nirgendwo habt. Und ich finde, das gibt der Uhr, wie gesagt, nochmal einen richtig coolen Charme. Die Chronodrücker sind ganz normal viereckig und da habt ihr auch nochmal so eine kleine Gravur drinnen, so eine Art Rahmung und das zeugt halt auch nochmal von einem kleinen Detail, den Jäger nicht machen musste, aber gemacht haben. Krone ist ebenfalls doppelt verarbeitet, das heißt, die Zähne sind glänzend und die Zwischenräume dieser Zähne sind satiniert. Wir haben hier das Jäger Le Coutre Logo drauf. Alles in allem ist der Kopf der Uhr ziemlich, ziemlich nice. Das Band hat mich positiv überrascht, um ehrlich zu sein. Es ist so eine Art Rolex Oyster Design, aber die mittleren Glieder sind nicht durchgehend. Also ihr habt hier so eine Art H-Design. Ja, ist einfach ein ganz anderer Look, den man so nicht wirklich kennt, finde ich, und den man so auch sehr, sehr selten sieht. In dem Fall sind die großen Glieder glänzend und die kleinen Mittelglieder sind satiniert. Macht die Uhr ein bisschen eleganter und geht ein bisschen weg von dem Tooligen und ein bisschen hin zum Eleganteren. Leider ist jetzt die spezifische Variante hier, die ich von Chronex bekommen habe, sehr, sehr zerkratzt. Das ist wahrscheinlich eine Kommissionsuhr. Aber gut, bei Chronex gibt es ganz schön viele Sachen. Und da kommen wir dann auch schon zum Kanalsponsor. Der ist nämlich, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, Chronex. Für alle, die Chronex nicht kennen, Chronex ist einer der größten Online-Uhrenhändler aktuell im deutschsprachigen Raum. Die haben praktisch alles von Rolex, AP, Patek, Omega und eben auch Jaeger LeCoultre. Und da zahlt ihr den Graupreis. Das heißt, die Uhr, die 15.000 Euro Liste kostet, kostet bei Chronex ca. 13.000 Euro. Mit dem Code TheWristGuy kriegt ihr auch noch einen Rabatt obendrauf, spart euch was und unterstützt damit auch noch den Kanal und habt eine mega geile Uhr und euch auch noch Geld obendrauf gespart. Alle Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Schließe ist sehr spannend, weil sie so typisch Jäger ein bisschen overengineert ist. Normalerweise hat man eine Butterfly-Schließe, also eine Schmetterlingsschließe, wo das so von beiden Seiten zugeht, oder eine Faltschließe, die von einer Seite zugeht. Hier ist es eine Schmetterlingsschließe, aber dieses Logo-Ding in der Mitte, das geht gar nicht auf. Also ihr macht das Ding auf, ihr habt erstmal vier Drücker. Das heißt, zwei Drücker für die eine Seite, zwei Drücker für die andere Seite und dann habt ihr in der Mitte immer noch dieses eine Stückchen hier mit dem Jäger-Logo drauf. Das ist halt so ein Design, das ist halt typisch Jäger. Aber da merkt ihr wieder diese kleine Liebe ins Detail, wie zum Beispiel, dass die Hörner auf der Innenseite ergonomisch geformt sind, sodass sie euer Handgelenk auf der Innenseite nicht eindrückt zum Beispiel. Und das ist halt so eine Kleinigkeit, auf die achtet sonst niemand und Jäger macht es halt. Was ich gut finde, ist, dass wir hier eine Mikrofein-Einstellmöglichkeit haben. So ähnlich wie die Easy-Link-Verstellung bei Rolex, zieht ihr da so dran und das klickt dann kurz und da habt ihr dann so einen Millimeter mehr Platz. Das Coole ist, ihr habt das auf beiden Seiten. Das heißt, ihr habt hier eine Butterfly-Schließe und ihr könnt hier einmal was rausnehmen und hier einmal was rausnehmen. Das heißt, in Summe habt ihr praktisch einmal ganz zu, einmal nur eins offen und einmal zwei offen. Das heißt, ihr habt drei verschiedene werkzeuglose Mikro-Einstellmöglichkeiten. Das finde ich ganz schön cool. Also das hat man sonst echt selten. Das Werk ist hier etwas, da glänzt halt einfach Jäger Le Coultre, wie man es halt kennt. Das ist ein Manufakturwerk, was auch nicht anders zu erwarten ist von Jäger. Wir haben hier einen Rotor aus Tungsten. Was ist Tungsten auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Ich blende es euch hier ein. Damit er natürlich ein bisschen schwer ist, damit er mehr Masse hat, damit das Ding besser aufzieht. Wir haben hier zwei Federhäuser und 65 Stunden Gangreserve. Das kriegt man auch mit einem Federhaus prinzipiell hin. Hat ja Rolex bei der Daytona auch. Was aber der Vorteil ist an zwei Federhäusern ist, dass die Uhr eine genauere Genauigkeit hat praktisch. Weil normalerweise ist eine Uhr, je mehr sich die Feder aufzieht, umso mehr Kraft hat sie. Und je mehr sich die Feder entzieht, zuzieht, egal. Je weniger Kraft die Uhr gespeichert hat, umso ungenauer wird dann die Uhr, weil natürlich die Kraft, die die Feder ausgibt, natürlich auch nicht immer gleich ist. Und bei zwei Federhäusern könnt ihr das ein bisschen besser regulieren, sozusagen, da habt ihr einen konstanteren Energiefluss sozusagen und das macht die Uhr ein bisschen genauer über die Gesamtgangreserve hinweg. Und das ist halt einer der Gründe, warum Jäger hier zwei Federhäuser eingebaut hat. Darüber hinaus habt ihr eine vertikale Kupplung, das heißt, ihr könnt den Sekundenzeiger permanent laufen lassen, das macht der Uhr nichts. Und das Ganze funktioniert so, dass das nicht über ein, wie jetzt bei der Speedy zum Beispiel, über ein Zahnrad
Draht so reingeklipst wird in die kleine Sekunde, in die laufende Sekunde, sondern das Ding wird horizontal drauf gedrückt sozusagen. Das heißt, das ganze Ding stottert nicht, weil wenn ihr da ein Zahnrad habt, dann kann es sein, dass ihr so einen Zahn mittendrin erwischt und dann dreht sich das und dann stockt der Chrono manchmal. Das habt ihr bei der Speedy ganz oft. Das habt ihr hier nicht. Das heißt, genau dann, wenn ihr stoppt, bleibt das Ding stehen. Und genau dann, wenn ihr weiter drückt, geht das Ding auch weiter. Das habt ihr bei der Daytona, das habt ihr bei AP-Chronos, das habt ihr bei Patek-Chronos, das habt ihr bei Blancpain. Das habt ihr normalerweise bei den hochwertigsten Chronos am Markt und das habt ihr hier eben auch. Darüber hinaus habt ihr ein Schaltrad. Das heißt, diese Action, wenn ihr den Knopf drückt, ist ein bisschen knackiger, wie man das sonst eigentlich von einem Nicht-Schaltrad Chrono kennt, wie eben die Speedy einer ist. Und ich finde hier für 13.000 Euro ist es schon nicht schlecht. Wenn man hier bedenkt, dass das eine Uhr ist, die rein von der Verarbeitungsqualität her besser ist als eine Daytona. Design, okay, brauchen wir nicht reden. Aber es ist so eine Uhr, die haben viele nicht auf dem Radar. Obwohl sie echt cool ist, obwohl sie echt ein Kennerstück ist, obwohl sie uhrmacherisch gesehen echt Muskeln spielen lassen kann. Aber ja, der ganze Hype ist halt leider bei Rolex. Aber wie gesagt, bei Chronex kriegt ihr die Uhr ein bisschen günstiger, spart euch was. Mit meinem Code kriegt ihr auch noch einen Discount, unterstützt mich. Und ich finde, das ist so eine typische Uhr, die man eigentlich nie auf dem Radar hat, bis sie irgendwann mal nicht mehr zu kaufen ist. Gut, Leute, würde mich mal mega interessieren, wie findet ihr die Jaeger Polaris? Wie findet ihr allgemein Jaeger? Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht? Lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.